Guten Tag und herzlich willkommen zu Lasst uns zocken mit Lufia. Und an meiner Seite ist mal wieder der Parappa. Guten Abend. Hallöchen, und ich bin heute im Vorteil. Ich habe zwei Charaktere zu sprechen und du nur einen. Oh, verdammt, richtig. Hahaha. Es sei denn, wir teilen uns Sky und Deka jetzt noch auf. Nein. Ich glaube, so viel Dialog haben die auch nicht. Also, wir gehen jetzt heute Dungeon crawlen. Also, von daher, das ist nicht so, das ist eher selten Gelaber. Obwohl, mit den beiden Mädels in dem einen Brückendungeon, da gab es viel zu erzählen. Das stimmt, ja. Ja, ich habe ja, wahrscheinlich mit Rätselei genug zu tun, insofern. Oh, halt, eigentlich, ich suche gerade den Waffenladen, aber wir haben ja eine geile Axt gekriegt hier. Ja, genau. Außerdem ist ja auch gleich der Waffenladen. Ist ja alles in dem Schloss eingelagert. Gucken wir mal. Kann er sein Eisenschwert gleich mal abgeben? Jawohl. Die Donneraxt. Mit Blitzangriff. Entsprechendem Donnerschlag. Sehr schön. Haben wir noch was Feines für ihn? Guy hat immer noch den Kram, den er zuletzt anhatte. Mhm. Haben wir noch einen Stein für ihn? Da unten ist ein Slot frei. Oh, hier, die Eisenschwert ist besser. Schön. Ja. Die Kamo-Rüstung immer noch top of the pops. Ja. Nee, brauche beides nicht. Für ihn ist das nix. Alter, ganz unten hast du nicht geguckt. Den letzten Slot, der noch leer ist. Ah, wir haben keine Steine. Schade. Babam. Aber guck ruhig nochmal bei Deka, was wir da eben noch geben können. Wir haben jetzt ja nur die Axt ausgerüstet. Okay, das ist schon mal besser, der Eisenpanzer. Aber einen Ring kann er haben. Vielleicht die Magieabwehr, die den Zombie-Ring. Ja, na immerhin. Hängt levelmäßig ein bisschen hinterher, aber ist ja nicht schlimm. Das gibt sich wahrscheinlich. Ja. Das gibt sich beim Bügle. Hallöchen, sagt mir Bescheid, wenn ihr was findet. Für den Herrn Dekar doch schon mal gar nicht schlecht. Gucken wir mal, ob Blein und was der Steinpanzer. Was mit dem? Der hat das noch eine dritte Rüstung. Die ist so am stärksten, aber vielleicht müssen wir dann nochmal nach den Zornesdingern gucken, ob da irgendwas drin ist, was wir haben wollen. Die Vitaminpille. Das ist, klingt doch mal stark. Hast mehr Angriffskraft und Kampfkraft um. Ah, okay. Ja, das klingt wirklich gut. Ei, dann. Wir als Dragon Ball Fans können mehr Kampfkraft immer gebrauchen. Haben wir nicht mal beschlossen, dass Kampfkraft Bullshit ist. Aber ich meine, Deka hat sogar so eine Dragon Ball Frisur. Das stimmt, ja. Sturzhelm. Sturzhelm? Das ist mich zum... Mit so einem Fahrradhelm. Kommt Deka mit seinem Dreirad angeradelt. Schön. So ein Fähnchen hinten dran. Mit der Rusalka-Flagge, wenn sie eine hätten. Steinpanzer und Fahrradhelm. Sehr schön. Guy kann auch einen Helm gebrauchen. Mhm. Sturzhelm kann nur Deka. Er fällt immer hin mit seinem Dreirad. Deswegen braucht er einen Sturzhelm. Und Knieschoner. Wo packt ihr denn die ganzen Haare hin? Okay, aber ein Eisenhelm für Guy, ja, warum nicht? Für einen Guy. Was kann der? Schleicher. Macht Gegner langsam, okay. Ich sehe uns das nicht oft benutzen. Nee. Gott, Degas so. Bewegungswert ist so niedrig, der ist so langsam. Der kommt garantiert immer als letzter dran in der Runde. Ja, so kürzt sich das für die Helden mit der größten Durchschlagskraft. Ja, der ist halt, also, ist halt wirklich so der mit dem stärksten Angriff. Also er ist halt auch stärker als Guy, aber Guy ist halt ein bisschen schneller. Die lassen halt erst die anderen so sich abarbeiten und wenn dann alles verloren scheint, dann kommen sie so mit so einem... So wie Thor eigentlich. So, wir müssen nach rechts. Ah, ein Turm.
Ein Mann landete auf dem Turm. Kann es Gades gewesen sein? Scheint da vieles drauf hinzudeuten. Er landete auf dem Turm. Hat übrigens nichts mit der Ahnenhöhle zu tun, der Ahnenturm. Ich wollte schon fragen. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg wie von Geisterhand. Was? Schiebe an eine Wand. So, verkackt. Ja. Da kannst du trotzdem die andere Tür erstmal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall, hier gibt es einen Geheimgang. Mit der, ach, die da öffnet sich eine weitere Tür. Okay, ja, ich dachte, genau. Also ist da verschiebt sich eine Wand und da wird dann eine Tür freigelegt. Aber obwohl, hier geht es jetzt schon hoch. Dann machen wir vielleicht doch, was ist mit der Wand. Oder ist das ein Ursprungszauber? Ah, ich dachte, wer schon zurücksetzt. Na gut. Nee, nur wenn du das Stockwerk wechselst, dann ist, glaube ich, werden Monster und Gegenstände zurückgesetzt. Das pinglische. Pingelige. Halleijai, pingelige Säule. Ah, siehst du. War der rote Teppich, meine ich nur, reine Deko. Nee, du kannst noch mehr. Die Säule ist noch nicht am Ende ihrer. Achso, das ist, Bahn. Das geht noch weiter. Ja. Genau. Wer baut sowas? Und warum? Oh. Ein Gegner, oh. Der sich teleportiert. Euch habe ich in Final Fantasy 7 schon gehasst. Renn einfach rum, wir finden den schon. Da, und dann halt anpeilen, wenn er landet irgendwo. Ja, das eine ausgewählt. Was nicht betäubt. Was nicht betäubt. Und gegenrennen, bis er quasi aufwacht. Einfach gegenrennen. Jetzt ist er, jetzt taucht er unten auf. Jawohl. Naja, oder so. Oh, süß. Ist ja bald Halloween. Mhm. Thematisch fast schon passend. Ist das hier unsere Halloween-Folge? Killer Kürbis. Er sieht jetzt nicht aus wie Killer Kürbis. Er ist ein bisschen zu freundlich. Ja. Eher so wie die Halloween-Deko im Kindergarten. Wir können auch mal wieder auf Fumi wechseln, wenn du willst. Oder wir benutzen Nico. Oder wie auch immer. Mach, wie du möchtest. Oh, nix. Nico hat sich jetzt noch nicht so bewährt. Nicht so bewährt. Ja. Tiergarten-Level up. Yay. Das geht ja fix. Rude der Hulk. Will er da irgendwas? Haben wir es dabei? Wir haben noch wieder Ausrüstung. Achso, zum Füttern? Mhm. Schaumann for the win. Eine super Robe haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht, nein. Aber wir könnten den Nervendolch vielleicht, den wir nie benutzen werden. Immerhin war es lecker. Na gut, aber jetzt rumraten sollte man nicht. Mag keine Krummsäbel. Wir haben zwei Steinhelme vielleicht da. Einen. Nein. Nee, alles nix. Nee, das ist anscheinend, ist das hier, braucht man da noch eher ein bisschen weiter am Spielzeug, ja. Naja, er ist ja auch erst vor kurzem digitiert. Hm. Yes, es. Nee, die Fiesen nicht. Das kenne ich doch auch als Pokémon irgendwie, ja, das Vieh. Onyx. Oder? Wie heißt er hier? Diese komische Steinschlange. Mhm. Erdviper. Mhm. Was hast du eigentlich für... Ah, okay. Kannst gerade erstmal nur zuhauen. Erstmal. Druff und der Wetter. Ist halt jetzt wirklich ein wenig Magie begabtes Team. Also Maxim kann so ein bisschen zaubern, aber die anderen beiden halt gar nicht. Also Deka auch nicht, komplett nicht. Sind Guy und Deka sind quasi einfach zwei reine Kämpfer. So Prügelknaben. Ja. Okay. Männer fürs Grobe. Oh, wieder die Böckchen hier. Du schaffst es aber auch wirklich immer, die von hinten angreifen zu lassen.
Toro. Und vielleicht heilen. Mit ihm. Der stark. Genau. Oh. Hey. Schwarze Stiere sind auch wirklich ein bisschen furchtentflößend. Mhm. Das ist gar nicht immer so furchtbar. Also hat Deka so krass viele Lebenspunkte? Eigentlich sollte er die haben, aber lenkt halt levelmäßig, ja, guck mal, ein paar Level hinter Maxim. Mhm. Nee, weil er jetzt immer noch nicht so krass geheilt ist. Mhm. Achso, ja, stimmt, das auch, genau. Du hast ja quasi einmal gehalten und das war gerade mal ein bisschen. Also er hat insgesamt sehr viele Lebenspunkte. Das ist halt wirklich der. Ich glaube, das ist der halt der mit der höchsten, also mit dem höchsten Potenzial für Lebenspunkte. Mhm. Wow, okay. Er kann jetzt ja bald mal seine Vitaminpille im nächsten Kampf einsetzen. Da haben wir gleich geheilt und er ist stärker. Guck mal, auch so ein bisschen gelangweilt, dieses Stier. Ja, so. Mal wieder jemanden töten. Ja, gut. Wir können auch mal Gegenstände zum Heilen einsetzen. Das machen wir echt selten inzwischen. Das wird jetzt wahrscheinlich sowieso demnächst nötig, ja. Mal nicht töten bitte den Kürbismann. Nicht töten? Nee, den brauchen wir noch. Tju. Ja, da sind so vier Säulen, weißt du. Und du steuerst den Kürbismann, wenn du dich bewegst. Stimmt, der beamt sich nicht. Das heißt, du kannst ihn auf eine bestimmte Stelle steuern, wenn du willst. Gut. Nee, geh nochmal zurück. Na, schade. Nee, es geht ja nur rechts, wenn, nach links, wenn du jetzt nach rechts gehst. Also muss ich ihn da einsperren quasi. Richtig, genau. Du sperrst ihn in der ein, wenn er da steht, musst du quasi musst die Säulen draufschieben. Okay, dann geh erstmal wieder aus dem Weg hier. Ja, schon mal gut. Schieb den doch gleich auf Position. Die Säule, genau. So, ich hol von der anderen Seite, okay. Mhm, runter. Und jetzt unten. Genau, und jetzt hast du ihn gleich. Ach, verdammt. Und ich schätze, durch die Säule kannst du nicht durchschießen. Da könnte man ihn vielleicht betäuben. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Warte. Die Bombe bringt dir nichts. Scheiße. Nee, wenn du vor der Säule stehst und er ist oben, dann musst du dich auf der Stelle drehen, damit er nicht einen Schritt nach unten geht. Jetzt ist zu weit. Also als du genau unter der Säule standest, hättest du das machen müssen. Jetzt mal, dass er hochgeht. Also nach unten gehen. Einen Schritt nach links. Und dann mal nach oben drehen und schießen. Vielleicht kannst du ja durch die Säule durchschießen. Nee, halt. Ah, leider nicht. Mist! Ja. Mist. Lass mich doch in Ruhe. Fumi, nein! Hey. Pfui! Fumi aus!
Ja, auf der Stelle. Oh, zu spät. Ja. Kriege ich, ist okay. Machen wir schon. Ja. Jetzt fängt an, sich zu teleportieren. Diese rosa Säulen sind hier Thema, hm? Mhm. Ja, bei Gades Zahn ist das thematisch angepasst. Okay. Stacheln mit Annäherungssensor. Richtig. Das ist hier richtige Handarbeit noch. Ich versteck mich jetzt einfach hinter dem Ding, oder wie ist da jetzt die Logik? Nee, so noch nicht. Du könntest, ja, so schon mal nicht schlecht. Nee, warte, die Säule steht schon ganz gut so. Jetzt musst du noch drauf kommen, wie du mit der Säule interagieren musst, um das Rätsel zu lösen. Ach so, ja, warte mal. Okay, hier ist ein schlechter Punkt, aber ist ein tiefer. Ja, okay, ja, ich hab's. Sehr schön, okay. Hast du, ich meine. Gut, jetzt ist es zu weit und jetzt steht es an der Wand. Oder, ja, oder kannst auch so machen, ist okay. Meine, und da müsste es doch auch. Da müsste auch gehen, genau. Ich hätte jetzt das einfach seitlich gemacht. Hurra! Juhu! Ja, ich weiß. Du musst nicht so angeben, dass du so tough bist, dass du den Gegner mal die erste Runde lässt. Kann der schon? Ja. Das geht nur auf einen. Wahrscheinlich. Ja, mach mal ruhig. Soll Andy jetzt, mach ruhig auf Deka und Maxim heilt sich mit Stark, würde ich sagen. Und Guy haut drauf. Was hat er für Zorn? Das hat er vielleicht auch was zum Heilen? Also der Maxim? Jetzt bist du wieder bei Guy. Guy hat das Löwenherz. Nee, ich meinte aber Maxims Zorn. Sieht nicht so aus. Aber die Wasserfontäne, damit kannst du wahrscheinlich die Viecher one-hitten. Aber mach jetzt mal heilen lieber. Ich würde gerade sagen. Also langsam wäre mal ein neuer Heilzauber fällig. Ja, das stimmt. Ich glaube, dann wirklich in der nächsten Stadt oder sowas kriegst du ihn dann. Yay! Das mal ordentlich so und jetzt kann man drauf hauen. Aber Maxim ist jetzt auch nicht so mega geheilt. Nee, der wurde auch wieder angegriffen dann gleich. Ach. Und das Ding ist, Maxim ist auch nicht der beste Zauberer, der hat keinen so einen hohen Intelligenzwert. Mhm. Also Tier und Seelan heilen halt mehr, wenn die zaubern. Geht das natürlich auch. Puh, okay, nimmt die Erfahrungspunkte noch mit. Sehr schön. So, dann jetzt auf jeden Fall maximal heilen. Ja, sehr schön. War da noch was? Ist einfach nur just for fun. Aber ja, just, ich finde, solche Ecken sind auch immer verdächtig. Hm. Eine Schnecke! Snagge! Nein! Snagge! Maxim ekelt sich doch. Aha! Ich habe mich eine Schnecke angeschlichen. Bist du stolz auf mich? Endlich. Snelly. Der Name ist auch so.
Vielleicht haben die jetzt irgendeine fiese One-Hit-Todesattacke drauf oder so. Oder es sind einfach nur kleine, ja, süße Schnecken. Niedliche Schnecken, halt groß, aber naja. Also die hätten den ganzen alle Raum für sich, den ganzen leeren Raum. Alle greifen uns an, nur weil wir so groß sind. Ach du je. Aber schöne Aussicht. Bom, bom, brom, bom, bom. So. Na, möchtest du hinein in die gute Stube? Kannst du erstmal hier durch, genau. Ey! Immerhin kein Hinterliger. Hä? Immerhin kein hinterliegender Angriff. Brauche ich ihn? Nee, ne? Nee, den Boss. Oder? Das ist ja so ein Rätsel, kommt zum Glück nicht zweimal in einem Dungeon. Das sagst du so. Dieser Killer-Kürbisse sind killenswert. Ach stimmt, die können das Kürbisjuwel droppen, dann kriegst du auch den Schädelhieb. Das ist auch nach einer Pokémon-Attacke klingt, aber. Schädelhieb, ja. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, in einer der letzten Folgen haben wir ja gemutmaßt, ob der Herr Mois auch die Pokémon benannt hat, in Deutsch. Und scheinbar ja. Also laut einem Kommentator, ja. Er war, ich habe mal gegoogelt, er war tatsächlich zumindest mal an der Lokalisierung irgendwie beteiligt. Ach stimmt, genau, du hattest es eingeblendet, ja. Also, wie gesagt, Quelle Internet, aber... Ja. Das wusste ich. Ja. Okay, hier geht's also schon mal weiter hoch. Dann machen wir vielleicht erstmal den Monsterraum dann. Also mit den Schnecken da, der holt sie immer den Vorteil rein, das ist gut. Irgendwas kann jeder. Drei starke Männer gegen eine Schnecke. Und ein Fumi. Was für ein Bild auch. Ja. So drei Kerle mit Äxten und Schwertern bewaffnet dreschen auf eine Schnecke ein. Mit niedlichen Cola-Augen. Ist da jetzt einfach nur viel los? Nee, da ist auch nur eine Bombenwand. Versuch die, genau, okay, erstmal auf den Stier am besten direkt drauf zu, weil sonst erwischt er dich von hinten. Die halten immer auf dich zu sonst. Immerhin nur einer diesmal. Das ist nicht, wie sich das für einen Stier gehört. Ich kenne Rudeltier, das stimmt. Jedenfalls nicht die männlichen Exemplare. Nice. Jetzt hause mal welche dir. Kürbis-Dudes. Die sehen aber auch schon wieder viel zu niedlich aus. Die Kinder in ihren Mäntelchen mit der Kürbismaske oben drauf. Man möchte ihnen Süßigkeiten geben. Einfach das ein Stück von Hude hier abbeißen können von unserem Zuckerwattemonster. Stimmt, das Zuckerwattemonster. Klebt bestimmt. Ein Kürbisjuwel. Jetzt können wir gleich Dega geben. Der hat noch kein Juwel. Wir haben tatsächlich mal Glück, was so gedroppte Gegenstände. Ja, tatsächlich. Eigentlich. Nicht schlecht. Und dann hast du eigentlich Magier-Juwel, aber okay. Vielleicht kann er mit Maxim tauschen. Das hat jetzt, glaube ich, eher so Intelligenz und sowas erhöht, wenn ich mich jetzt nicht geguckt habe. Kann ich ihm auch was ab? Ah, ja. Okay. Ah, noch den Achtelstein. Ah, geil, hat auch nichts, okay. Nee, jetzt gehen die Steine aus. Sind keine großen Juwelensammler hier. Die Mädels hätten ja ruhig mal ihre Ausrüstung auch da lassen können. Das wollte ich gerade fragen. Wie das da ist. Gibt ja Spiele, da sind auf einmal auf magische Weise die ganzen Ausrüstungsgegenstände wieder im Inventar, wenn die Charaktere weggehen. Scheint hier nicht der Fall. Das scheint nicht so, ne. Müsste man also quasi, bevor man dann zum König geht, nach dem Deka Dungeon 1,
vorher schon den Mädels das abnehmen, obwohl, da bist du schlecht ausgerüstet für den Bosskampf dort. Ich meine, die Trolle und die Mumien waren jetzt nicht so heftig, aber... Nee, geht so. Ich gehe mal davon aus, dass so ein Spiel, wenn es gut gemacht ist, das so ausbalanciert, dass man das nicht bitter bereut, wenn man nicht dauernd die Leute auszieht, aus Angst, sie könnten dich verlassen. So. Nee, ich habe das auch noch nie gemacht und ich habe das Spiel jetzt ja auch schon manchmal gespielt. Lass mich aber Gegenstände verbrauchen. Wir haben bestimmt auch irgendwie Heiltränke, die wir sonst nie nehmen. Bevor wir jetzt hier MP verbrauchen, wenn man nur eins aufgeben. Krafttränke, ja, das kann weg. Krafttränke. Vielleicht noch gleich für Guy ein. Ja, passt so. Noch jemand ohne? Oh, sehr schön. Lass dich nicht verwirren, die richtige Tür sieht aus wie die zuvor, du kannst dich nicht irren. Das ist kein sehr guter Reim und außerdem, also nee. Ich glaube, man kommt anscheinend auch irgendwie selbst drauf. Dass die eine markierte Stelle an der Wand irgendwie wichtig wäre. Weil das ist nur der Hinweis auf die andere Tür, ja. Die ich jetzt schon so... Ja. Ich dachte, hier wäre irgendwie was Besseres, irgendwas, eine Kiste oder so, aber scheinbar nicht. Okay. Aber die Erfahrungspunkte haben wir trotzdem wieder mitgenommen. Richtig. Geh weg. Hat nicht sollen sein. Ach, immer dieser Song von The Root hier. Das war mal eine Referenz. Aber jetzt kannst du ja mal hier die Wasserfontäne dann mit Maxim machen. Auf irgendeinen der Dudes dann. Hast du eh volle Punkte. Jo. Okay, das war jetzt wenig beeindruckend. Das war unterwältigend. Ja. Rumi, hallo? Was geht ab? Was focht ihn an? Es war doch gar nichts passiert. Da hat sich geschämt für seinen Team-Captain. Schon auch das. Und auch schon wieder ein Hinterhalt. Kein Bock mehr. Also Wasserschwert bringt... Wasser bringt nicht so richtig viel bei den Kanzleien. Ich meine, zwar steht Maxim jetzt auch in der hinteren Reihe, aber trotzdem hätte ich mir mehr erwartet. Dachte ich Wasser und Stein so... Vielleicht muss man auf Frost einsetzen, keine Ahnung. Aber heil dich erstmal, du hast wieder drei angeschlagene Recken. Steter Tropfen hüllt die Steinschlange. Rote Hörner. Hat die Natur natürlich auch das irgendwie seltsam eingerichtet. Ja, sind ja keine Tiere, die sich verstecken müssen oder so. Meinst du, die Hörner sollen auch so ein bisschen Dominanz signalisieren? Ja, klar. Aber das ist wie bei so einem, wie es angeblich bei so einem Stegosaurus war oder so, dass die sich bei Wut mit Blut füllen und dann so leuchten. Als Drohgebärde. Größer als gedacht hier alles. Aha. Das war ja schon mal reichlich sinnlos. Ja, es hat ja bereits einen Hinweis gegeben, wie der Teleporter zu bedienen ist. Ist das so? Ne, das war Zufall tatsächlich, aber jetzt weiß ich's. Dann lassen wir vielleicht erstmal die Tür nehmen, bevor wir die Treppe nehmen. Die Tür. Auf der anderen Seite ist eine Tür und hier ist eine Treppe. Ja, ja.
Also. Wieder ein Monsterraum. Diesmal aber auch wieder mit Kiste. Da die Stiere, die sind, die gehen sofort auf dich los, da. Ja. Dabei habe ich doch gar keinen. Gut, er hat rotes Haar, vielleicht. Achso, ja. Das schon. Aber auf jeden Fall mit Guy. ich wollte jetzt vorschlagen, mit Guy Ego-Kraft zu machen, um alle zu heilen, weil das wird ein bisschen so. Weißt du, meine Stiere sind ja immer vor dir dran. Wollen noch keinen Klatschermoment hier haben. Ja, die waren überraschend. Was hat er noch? Hat er wieder voll erledigt? Ja, und ich. Ich. Achso. Bitte? Ja, ich hatte nur geguckt, was er noch für Zornesattacken hat. Weil er wieder volle Leiste hat. Ich meine, man könnte den Schädelhieb machen oder. Ja, du kannst dich heilen, aber wie gesagt, die Stiere sind vor dir dran. Was war Schädelhieb nochmal? Okay. Warum nicht? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Glück gehabt. Hochgepokert. Oh, Dega ist jetzt schneller als Guy, wahrscheinlich durch das Juwel. Erstmal heilen. Kann man nicht mal zum Heilen hier. Da gehen sie hin, die Krafttränke. Ja. Verdammt. Damit wären wir schon noch fertig. Wenn die jetzt nicht gerade irgendwie ihren krassen Wasserzauber. Den traue ich immer noch zu, dass die. Es weißt du, wie die Tonberries bei, ja, bei Fantasy. Die sehen so niedlich aus, machen nie was. Bis auf das eine Mal, wo sie was machen, dann ist es gleich so tot für alle oder so. Also, stecken halt gut was weg. Ja, wir haben ja auch ein Häuschen. Muss ich immer durchkämpfen. Snelly wird ab. Na gut, dass sie die anderen angreifen, die nicht abgewehrt hat. Ich finde das immer noch seltsam. Was denn? Was das soll, also dass dann einfach alle Gegner abwehren. So. Was ist das? Das kann man ja auch eine Verteidigung, also quasi das dann blocken, sozusagen. Ja, aber die blocken. Ja, oh, sie greift mal an, okay. Ich nehme alles zurück. Von der Schnecke gebissen. Aber ist auch gut, dass ihr auf gleich für die Zuckerwatte losgeht. So. Passt oh. Ja. Hey, jetzt haben wir noch was für ein Gräu. Für den Typ. Warum nicht gleich Dude? Das ist ein guter Name. Oh, that guy. Du kannst ja nicht hingehen. Wir gehen lieber in die Offensive. Ich wollte gerade sagen, die Schlangen wollen es wissen. Ja. Okay, also Wasser bringt bei denen nichts. Ich meine, wir können es probieren nochmal. Okay. Besser als der Normalangriff ist es allemal. Ja, das ist richtig, Junge. Was hatte er noch? Hat auch die Wasserfontäne. Okay. Löwenherz. Er hat den Schädelhieb jetzt auch. Mhm. Ja, machst du den. Genau. Und du? Das waren Donner und Stein. Das war da auch irgendwie nichts. Ich könnte es probieren. Das haben wir noch nicht auch probiert. Blöde. Naja. Ja, Fumi macht den Rest. So muss sein. Räumt auf hinter dir. Er staubt ab. Oder so. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Erst, aber du darfst du nicht vergessen, es ist auch dreifacher Angriff sowieso. Plus Blitzelement.
Hurrei! Endlich ein Schutzring. Besser als ein Schmutzring. Das ist das, wo man eine Badewanne manchmal hat. Ja, warum nicht? Wird aber vielleicht dicker. Ja. Nee, Muskelring passt schon besser bei ihr. Ja. Muskeln und Hirn. Apropos. Ja, oder Maxim, der zieht ja manchmal nicht so viel ab. Oh. Ich finde, sie sinkt nicht so viel. Also ja, die Bewegung, das ist, deswegen ist Maxim so viel dran. Ja. Aber 20 mehr Angriff, da hat er auch was. Ja, komm. Ja. Probieren wir's. Was man nicht in den Beinen hat, hat man jetzt in den Armen. Ach, ja. Stiere sind, machen mich nervös. Wie im echten Leben. Das sollten sie auch. Stimmt, du bist jetzt morgens beim Frühstück, kaust dein Müsli und dann steht sowas neben dir. Würde mich auch nervös machen. Was sagt er? Wo hast du die Milch her? Ist die von meiner Frau? Das ist Hafermilch. So, ihr könnt mich jetzt mal. Nach unten geht's noch weiter. Achso. Nee, nicht da unten. Ich meine, dann unten halt den, doch. Den Gang. Also, aber oh, Überraschungsangriff von der Schnecke. Sie hat überraschend abgewehrt. Wollte fair sein. Die könnten wir auch gleich mal trinken, den Krafttrank, den wir bekommen haben. Die Krafttrank. Geil, ist das mal ein bisschen so. So, hey Leute, ich hab Durst. Oh, leer. Hm. Ist jetzt noch irgendwas? Wir haben bestimmt noch irgendwas beim nächsten Mal. Irgendwas findet sich mal. Der Heiltrank war nicht, das bei Tod. Aber ich bin das andere, ich glaube, das allererste gleich. Der Lebensnektar. Okay, füllt sogar im MP ein bisschen auf. Könnte man nochmal für Maxim dann reinhauen. Ich glaube, es gibt eh nicht viel. Was Heilgegenstände? Hm, ja. Oh, diese Auswahl. Mhm. Hey, du hast ihn überrascht. Er hat sich in deinen Hinterhalt teleportiert. Ja. Stehe ich mir das vor? Er hat sich quasi direkt mit dem Rücken zu uns, vor uns gebeamt. Ja, genau. Wo sind sie nur? Und direkt eine mit der Axt über den Kopf. Direkt von Fumi eingeseift worden, hinterrücks. Oh. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mal die erstmal aus dem Weg räumen. Achso, das ist stimmt, das ist eine rote Schlange diesmal. Mhm. Oha. Die sieht echt fies und bubbelig aus. Viele kleine Bubbles. Die sieht ungesund aus, vor allem. Ja. Why? Weiß es auch nicht so richtig. Wirbel. Vielleicht weil Schlange, Wirbelsäule besteht aus vielen Wirbeln. Keine Ahnung. Irgendwie so. Bestimmt. Die ist ein Wirbeltier. So viel. Ich meine, die kann paralysieren. Das ist, glaube ich, so das Einzige, weswegen die gefährlich sein kann. Jetzt nicht mehr. Wo
Ja. Vier Steine und vier Platten. Du denkst, glaube ich, gerade zu kompliziert. Ich würde gucken, ob das vielleicht ein Schalter ist oder so, das grüne Ding. Okay, gut, das sehe ich ein. Ah. Hä? Mach, du kommst dran, wenn du willst. Das ist aber in die falsche Richtung. Verzeihung. Ich gehe nie davon aus, dass man durch die Steine durchschießen kann. Ja, das ist leider nicht ganz klar, aber das stimmt. Und nein, sind das wieder die Scheißhausfliegen? Oder irgendwas verwandter wahrscheinlich. Aber hier kommst du jetzt erstmal nicht weiter. Musst du mal. Aber du hast dir drüben die blaue Reihe runtergemacht. Na, da bin ich doch schon mal stolz auf mich. Genau, das war auch das Ziel für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Dieser eine Vorhang, der... Ja, es sieht wirklich verdächtig aus. Ich glaube, es ist wieder eher sowas wie... Ja, brauchen halt irgendwie was für den Raum. Ja, ich weiß, aber... Also ich habe hier draußen noch eine Tür. Okay. Es gehen uns noch nicht die Optionen aus. Doch, nicht die Steinschlange. Das Erdwipern, nee. Entschuldigung. Muss das einen Krach machen in diesem Turm, wenn da überall so steinerne Schlangen rumkriechen auf Steinboden. Oh ja, jetzt wo du es sagst, ja. Als ob den ganzen Tag jemand über dir, weiß nicht, Schränke rückt. Ja, genau. Als sich da mal nicht die Nachbarn beschweren. Bei Gardes unten so an die Decke klopfen. Gardes als Vermieter. Deswegen muss ich Gardes ja auch mal überall rumteleportieren, da kommt dadurch keine Tür. Ich hatte das nur deshalb gelernt. Der konnte das vorher gar nicht. Vorher war es halt immer voll peinlich, weißt du, wollte irgendwo Könige bedrohen in ihren Schlössern und kam halt nie rein, hat sich dann immer so an der Tür stecken geblieben mit der Schulter oder so. War dann immer schwer, dass ihn Leute dann ernst nehmen. Das ist wie bei Benjamin Blümchen, der immer gleich die Tür kaputt gemacht hat, wenn er irgendwo reingekommen ist. Oder Emma bei Graf Dacula. Stimmt. Muss ich immer wieder so ein Rewatch machen. Das ist wirklich gut. Also, ich habe die Box und ich habe es auch schon durchgeguckt. Viele Folgen sind immer noch sehr lustig, aber du hast auch wirklich teilweise Folgen manchmal drin, wo du merkst, okay, das ist alter Cartoon. So einfach vom Tempo. Wenigstens schon mal ein Schlüssel. Hurra, der Schlüssel für die Tür, die wir noch gar nicht gefunden haben. Und besser als umgekehrt. Besser die Tür finden und den Schlüssel nicht haben. Auch das ist richtig. Apropos heilen. Ich glaube, Maxim könnte mal wieder was gebrauchen. Ja. Gib mir mal so einen Lebensnektar. Was macht denn das? Okay, komm, hau die doch alle weg. Alle erstmal weg hier. The fuck? Okay, nicht alle, aber so erstmal für MP ist ja ganz nett, weil man da nicht so viele maximal hat, aber... Ja, komm, dann lass uns die doch dafür aufheben. Das ist doch jetzt... So ist es wirtschaftlicher, das stimmt. Die MP aufgefüllt, die er jetzt mit dem Zauber direkt wieder verbraucht. Aber so richtig weitergebracht hat uns das jetzt immer noch nicht. Ja, wir haben einen Schlüssel immerhin. What? Ja, der hat doch so einen Anbau, der Turm. Das Gartenhäuschen. Der Wintergarten. Dann müssen wir wohl auf der Ebene noch weitermachen. Oder ganz unten die Tür im Erdgeschoss nehmen? Ich weiß gerade auch nicht so richtig. We'll see. Let's explore. Ah, stimmt, wir haben da drüben noch die Treppe. Ja, die habe ich ganz vergessen. Frösche. Ein Frosch. Lass es mal unten lang gehen vielleicht. Komm her, ich will dich
Ich will dich ansehen, komm her. Ach, das waren die, die immer abhauen. Ja. Du musst so ein bisschen abfangen unterwegs. Na toll. The fuck? Ja, wenn ich mal irgendwann im Erfahrungsbericht so weiter bin, weiß ich schon, was mein Monster davon ist. Was ist denn das? Haben die so eine Blubberblasenpfeife? Ich glaube, ja, die haben so eine Wasserpfeife. Ja, geil. Königsfrosch. Also, der sieht königlich aus. Sehen sehr königlich aus. Sind auf jeden Fall schneller als du und deine Kämpfer. Ah, okay, Fumi ist zum Glück nicht von Statuseffekten beeinflussbar. Warum? Er hat keine Ohren. Stimmt. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil in dem Fall. Gibt's erstmal eine Schelle. Auf mich voll zu singen. Hör mal oft so singen, das nervt. Monsterchor. Das ist auch wieder so ein. Das wollen sie dich aber auch nerven. Gibt's immer echt einen Fumischlag. Oh ey, hinterlassen Heiltränke, nice. Einen Heiltrank. Ich stelle mir gerade so vor, das ist vielleicht so voll der, so eine Attacke, die so den Geist befällt oder so. Und wir haben hier halt einfach so diese Truppe aus 3 Tumpenschlägern, denen das völlig wurscht ist. Was zum... Kopflose Ritter mit Kiefäusten. Okay. Das ist keine Kutte. Vielleicht ist das das Blaue, in das sie sich hüllen, die Kutte. Liebe Lufia-Namensausdenker. Bei Todesrüstung würde wahrscheinlich am passendsten sein, aber es war wahrscheinlich dann so... Aber vielleicht gibt es ja auch wieder in 3 Farben. Dann gibt es Todeskutte, Todesgewand und Todesrüstung. Also als höchste Stufe. Aber sie sind stabil. Ja, müssen wir wahrscheinlich mit meinem Zauber arbeiten oder sowas. Oder mit Sonnesattacken. Ich kann jetzt nicht sagen, wogegen die schwach sind. Wir könnten mal den Schock oder so probieren. Wir haben auch nur den Schock. Ich meine, wir haben noch die Wasserfontäne. Ja, aber also normale Zauber haben wir nur den Schock. Ja, okay, dann machen wir erstmal die... Der ist der ruhig auf den ersten. Das war ja die mal wegkriegen. Das war erstmal mit einem Schaden machen. Und er hat jetzt noch seine Wasserfontäne und den Schädelhieb. Klopf. Unterwältigend. Ja. Es ist halt komisch, dass man solche Gegner schon hat, die, also das sind so untote Gegner, also hier bräuchte ich das Lichtzauber, aber sowas haben wir halt nicht. Also wenn wir noch das Lichtmesser hätten, aber ansonsten... Nein, das hat Fumi gefressen. oder Repo, ich weiß es nicht mehr. Müsste der dann jetzt eigentlich auch ordentlich Lichtschaden machen, wenn man das schon dann im Blut hat. Hat aber gleich ein Level abbekommen dafür. Wenn er es im Blut hat. Was? Pfizer-Schild? Pfizer. Jetzt einen Pfizer-Tanz machen. Okay. Was kann es? Okay. Es kann okay. Schneller machen. Aber erhöhtes Tempo ist vielleicht wirklich für Deka gar nicht mal so verkehrt. Für Deka, ne? Ja. Nope. Okay. Wollen wir alles nicht. Dass DK überhaupt Schilde benutzt. Ach, hier so Schilde. Schilde sind für Schwächlinge. Aber er hat ja schon, weißt du, es gibt ja maximal eine Zweihänder. Zum Beispiel Zweihänder-Axt. Und der ist so stark, dass er die Zweihänder-Axt mit einer Hand führt. Deswegen hat er noch eine zweite frei. Die Gruselfliege. Auch schön. So, wirklich gruselig. Ja, total.
Aber können austeilen. Über 40 Schaden ist nicht schlecht für so einen kleinen Gegner. Du musst echt mal öfter heilen. Rums. Oi. Wenn er will, dann auch. Die hat gesessen. Jetzt, wo auch langsam ein Kopf erkennbar wird, da kann er ihn noch mal ordentlich einsetzen. Ey, Quatsch. Aber noch ein anderer Heilgegenstand? Nur noch den Nektar, aber nee, der taucht nicht. Ich meine, weiter unten, unter dem Zaubertrank oder so. Nee, nur den Heiltrank, okay. Das war der Heilsirup nochmal? Ah, das war hier das komplett, war komplett wieder genau. Aufwecken mit allem. Dann mach doch am besten den Starkzauber, dann heilen wir halt MP, wenn wir genug MP-Heilungszeug. Stark! Weißt du, wenn du irgendwie nur reine Kämpfer hast, das musst du viermal hier mit Ressourcen plötzlich haushalten. Obwohl, brauchst du ja noch nicht. Eigentlich wären wir noch genug MP. Okay. So, das ist jetzt einfach dann die Abkürzung nach draußen. Du hast den Rückweg wieder aufgemacht. Mhm. Aha. 5-mal getroffen vom Schwert ist der blaue Wächter nichts mehr wert. Muss man es merken. Soll ich das aufschreiben? Geht schon. Klickelikeling. Moment mal. Nee, das ist schon richtig. Also, achso, nee. Also. Die Leiter wurde jetzt ausgeklappt einfach. Kein Ausweichen möglich. Der doppelte Wirbel. Doppelwirbler. Das Ding wäre wie so ein Angriff als wie ein Gegner. So ein Wrestling-Move, das wird auf Deutsch übersetzt. Mein Aufgabegriff ist der Wirbler. Nächstes sind die nicht so stabil, wie sie aussehen. Na, inzwischen geht's auch wieder. Am Anfang hat man so ein bisschen noch gestrauchelt mit den Gegnern hier, aber jetzt ist er ziemlich souverän. Man gewöhnt sich dran, ne? Ey! Das ist sogar der gleiche Kürbismann, der sich schon wieder den Hinterhalt gebeamt hat. der übt das noch. Mit dem Hinterhalt. Ich stelle mir das immer so vor, wie der dann so, haha, so direkt vor einem erscheint, mit dem Rücken zugedreht und dann direkt einer auf den Dez kriegt. Naja, im nächsten Leben. Apropos auf den Dez kriegen. Ich mach nichts. Nein, er wehrt ab. Warte, ich muss gerade mal kurz. Vergessen, das Babyphone auszuschalten. Es piept noch. Oh. Na, ich hab meins an. Also, wenn es bei mir anschlüge, müsste ich auch losrennen. Nee, holde Gattin kümmert sich gerade. Nee, die linke Leiter ist jetzt ausgeklappt. Das ist ein Stück, was man da noch runter kann. Das ist ein komisch, ja. Wäre schlimm, wenn du da runterfallen könntest, wenn du zu weit gehst. Hab da, komm mal her. Ja, geh einfach gerade drauf, ja. Komm einfach her, lass dich verhauen. Ist aber echt viel los in dem Turm, auch so gegnertechnisch. Na, viele neue. Also altbekannte neue Farben, aber trotzdem. Ja, viel neue, aber auch generell viel. So. Lass mich raten, mit Säule draufschieben ist es nicht getan. Ja, es hat schon was damit zu tun.
A. Es war einfach hinter den anderen, waren einfach Schalter versteckt. Also musst du eh nochmal anfangen. Naja, okay. Aber immerhin hast du nochmal jetzt hier. Knapp gegen den Stirn. Dahinter. Du hast immer noch den Stier jetzt wieder. Er ist jetzt hinter der Säule. Das ist nicht so übel, wo du den Block auf den schieben kannst. Ich wollte gerade sagen, das ist so befriedigend. Mach mal, bevor du... Entschuldige. Du kannst doch einfach deine Zornesattacken. Du hast doch Schädel-Dingenskirchen, um die zu one-hitten und so. Schädelspalter? Ja, Schädelhieb. Nicht immer gleich den direkten Weg nehmen. Der Migränesberger Schädelspalter. Jetzt brauchst du auch nicht mehr taktisch. Ach, weißt du was? Wie doof muss dieses Rätsel sein, wenn man da also in Universe in diesem Raum steht. Ja, stimmt. Und quasi alle Schalter einfach sehen kann, weil die halt offen da liegen. Das ist quasi ein Meta-Rätsel. Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, so wie bei Resident Evil, dieses eine Rätsel, wo sie quasi ein Rätsel draus gestrickt haben, dass dein Charakter Dinge schieben, aber nicht ziehen kann. Oder auf so in so einem engen Raum dann so ne, Dinge rumschieben muss. Das ist eigentlich nur dann. Habe ich aus der Limitierung des Spiels ein Rätsel gestrickt. Yes, das ist so weitläufig hier. Was ist denn da los? Eigentlich ist ein Vielfalt hier. Auf die Rüstung habe ich ja gar keinen Bock mehr. Du musst ja nicht. Noch eine Tür und Statuen. Weg. Hast du die Tafel zuvor gelesen? Sind die Wächter die längste Zeit gewesen? Welche Wächter? Wie lautete die eine Tafel, die wir gefunden haben zumindest? Dann halt nicht. Hä? Wie lautete die eine Tafel, die wir eben gelesen haben, wo ich gesagt habe, komm, das schreiben wir uns auf. Irgendwas wird fünfmal getroffen. Ich glaube, aber die rote Tafel haben wir schon mal nicht gefunden, aber... Du kannst ja dann einfach jetzt per... Mach mal genau fünfmal auf den blauen. Und jetzt schlagt man noch ein bisschen auf den roten ein. Ich glaube, der ist dreimal, aber ist jetzt egal, weil wir haben den blauen jetzt aktiviert. Oder vielleicht doch mehr. Oder auch nicht. Okay. Hä? Ah ja. Es kommt kein Bestätigungsgeräusch. Ja, du musst es quasi so machen. Ich weiß nicht, scheinbar haben wir die Tafel übersehen, wo dann stand, dass man den roten dreimal hauen muss. Könnte man sogar ziemlich nett grinden, wenn man das möchte hier. Mit zwei Heilpunkten und hoffen Monster in dem Raum. Stimmt. Aber wann haben wir denn? Naja, eine Stunde. Ja, wir sind doch gleich beim Boss, das können wir noch machen. Machen wir den noch? Ja. Alles klar. Der hat zwar noch ein relativ langes Nachspiel dann, aber wir müssen mal gucken, wie wir es machen dann. Ja, es hat eine lange Folge dann, mein Gott. Okay. Die Leute werden es uns nicht nachtragen, hoffe ich. Geh weg, dich will ich nicht. Ihr wart nervig.
Du kannst auch betäuben dann. Dies ist ein Rennen. Erreicht ein Monster deinen Warp, kannst du flennen. da war Feierabendstimmung bei den Textern. Erreicht ein Monster vor dir einen anderen Warp, lässt es dich fort. Bist du an deinem Warp nicht zur rechten Zeit, kommst du nicht weit. Mit Pfeil dem Spitzen bringst du Gegner ins Schützen. Nein, mich ruhig beißt dich. Achso, sie mussten das Wort Warp da irgendwie mit unterbringen. Ja. Ach, du liebe Zeit. Geh einfach mal irgendwo drauf, du siehst das Prinzip dann schon. So, jetzt geht's darum, dass du musst jetzt ein bisschen bewegen. Dass dein Monster, was du quasi jetzt gewählt hast, weil du jetzt links genommen hast, als erstes den Warp-Punkt erreicht. Vor den anderen Monstern. Und die anderen Monster kannst du jetzt auch mit Pfeilen noch piesacken, damit die anhalten. Aber dein Zombie findet den Weg gerade nicht so richtig. Wie auch so ganz ohne Gehirn. Skeletor hat gewonnen. Das kannst du quasi nochmal. Du kannst den neuen aussuchen. Ja, komm. Bleib immer in Bewegung, weil die bewegen sich ja nicht, wenn du dich nicht bewegst. Oh, jetzt kommt Zombie natürlich. Komm. Oh. Was teleportiert er sich denn auch so blöd in der Gegend rum? Hat aber auch kein Gehirn, das ist ein Skelett. Aber vielleicht kann Medusa hier helfen. Los, Medusa! Na! Sie war drauf, ich hab's genau gemerkt. Na, vielleicht muss man dann den Schalter schlagen, wenn die draufstehen. Keine Ahnung, kriegen wir raus. Ein Rätsel von der Marke Random. Ja, irgendwie schon. Das ist auch kein wirkliches Rätsel. Es ist wirklich ein Glücksspiel hier, mehr oder weniger. Wenn ja, du kannst es ein bisschen beeinflussen, indem du die anderen versuchst zu betäuben, aber auch das hält ja nicht lange. Die läuft aber auch echt überall rum, nur nicht da, wo sie soll. So ist es nochmal mit einem Zombie. Wow. Beweg dich. Na? Komm schon, Zombie. Ist das denn die Möglichkeit? Wenn die anderen machen dich gerade auch nicht besser, aber... Das gibt's doch gar nicht. Okay, es ist ja wirklich alles gut. Ich glaube, das auf dem Papier war das cooler, als es in, echt, als es in der Umsetzung ist. So, hier, wir lassen irgendwie die Monster gegeneinander ein Rennen machen und du musst auf den richtigen setzen. Gott sei Dank verliert man da nicht jedes Mal was. Ja. Genauso gut sein können, dass man da jedes Mal so einen Bit-Einsatz machen muss. Oder jedes Mal musst du gegen das Monster kämpfen, was gewonnen hat oder sowas. Oh ja, geil. Ach, sag mal! Wetten, dass er es jetzt nicht mehr macht? So knapp. Oh, ja. Hurra. Nicht hauen, drücken. Außerhalb des Rennens. Nicht, dass es mir etwas brächte. Geht weg unten raus, genau. Und da ist quasi irgendwas runtergefahren. Genau wie die Plattform da, dass du jetzt weiterkommst. Sollen wir vielleicht nochmal speichern? Ja, irgendwie ist eine schlaue Idee. Oder machst halt ein Safe State. Nee, ich gespeichert. Okay, machen wir es. Real. Ja, ich mag mit so während der Aufnahme aus dem Game raus und so, das ist irgendwie cool. Ich meine, so hätte man es ja auch früher gespielt hier. Richtig. Dass man nochmal vorher zurückgeht. Schlauer, wenn man ist.
Aber da würde ich jetzt nicht mehr kämpfen. Bringt uns ja da nichts. Dann mach du dein Gardes halt. Oder nee, ich mach Gardes, weil Maxim redet ja die ganze Zeit. Gardes. Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Nope. Nimm dich in Acht. Jetzt, wir haben jetzt einen Axtschwinger im Team. Jetzt hast du es ihm gegeben, Maxim. Sag's ihm. Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien und ich lasse euch leben. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien? Achso, entschuldige. Niederknien? Du Träumer! Mach du geil. Komm nur her, du abartige Fratze des Bösen. So klingt geil. Jetzt reicht es, bereitet euch auf euer Ende vor. So, haust du alles rein, was du hast. Ich würde sagen, viel Taktik haben wir ja eigentlich gar nicht. Diesmal rette dich nämlich niemand. Bei einer Niederlage. Ja. Na, warte mal lieber auf die Donnerkugel. Ja, mal kurz hin. Aber geht es sogar. Sehr nett, dass du dich jetzt nicht mehr one-hittet. Ja, sehr zuvorkommend. Ja, das Endgegner-Thema 2 ist auch geil. Hat auch was. Mhm. Aber du kannst mal den Schädelhieb vielleicht haut der mehr rein als die Wasserfontäne. Ach, kannst du gerade nicht. Okay. Dun, 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 dun. Ja, beim nächsten Mal dann. Ja. Ja, einfach würde ich sagen, sparen wir uns noch. Erstmal Classic draufhauen. Ja. Aber hier. Aber er kann. Donner Knispel. Ah, du merkst doch richtig bei dem Soundtrack, dass er da irgendwie eine E-Gitarre im Kopf hatten beim Komponieren. Keine hatten. Verdammt. Das war für zukünftige Metal-YouTuber gedacht, die das dann nachspielen. Der Luffy-Soundtrack ist da sehr dankbar für sowas. Ja, dann hier ihm Schädel und vielleicht könnte er Guy vielleicht seine Ego-Kraft machen. Mhm. Weil Gardes ist sowieso zuerst dran. Spielt also keine Rolle. Wer heilt? Gardes, der Zerstörer. Tja, hier setzt sich vorkommt, dass er nur diesen Angriff macht, weil der direkte physische Angriff ist, glaube ich, deutlich stärker bei ihm. Der geht ja zwar nur auf einen, aber dafür kann er halt aber schnell mal einen ausknocken. Hm. Richtig fit ist er immer noch nicht. Ja, machst du einfach doch mal, dann die Ego-Kraft. Weil Guy ist ja auch nicht voll. Oder scharf. Ja, mach wie du denkst, du machst du schon. Ich glaube, jetzt kannst du einfach drauf kloppen. Oh ne, was? Fontäne ginge. Oder Löwenherz sogar, um einfach die Angriffe von jemandem. Ich heb mir bei Guy, glaube ich, lieber die Ego-Kraft auf. Okay. So in Ermangelung von gescheitem Heilzeugs. Ja. Das ist keine MP kostet. Das war doch echt ein übertrieben riesiges Sprite, was er da gebaut hat.
Sieht zumindest auch wirklich beeindruckend aus, weil die in Lufia 1 waren zwar auch riesig, die Höllenfürsten dort, aber irgendwie sahen die mies aus. Weißt du halt so genau, ist das jetzt so gedacht, dass der so riesig ist, oder ist es einfach nur so nach dem Motto, hallo, ich bin ein Endgegner. Oh, du hast nicht geheilt? Okay. Ich halt jetzt. Okay. So. Ah, könnte knapp sein, oder? Probier's. Ja, schädelst ihm ein. Ja. Ordentlich einen weggeschädelt. Und wobei man auch sagen muss, Degas hier wie ein Sicherheitsnetz, der hält so viel aus, dass selbst wenn die anderen fallen, hast du immer noch, dann kannst du immer noch Heiltränke reinschmeißen. Ja, wobei das die Situation ist, die ich eigentlich immer versuche zu vermeiden, dass mir so einer steht und den musst du dann irgendwie am Leben erhalten, während er versucht, die anderen zu wecken. Das ist so, aha. Ja, zieht sich so hin und ist so ein schleichender Tod im Wesentlichen. Ja. Guy, es tut mir leid, du bist jetzt hier zum Heiler. Du bist unser Weißmagier. Zum Heiler degradiert. Die Ego-Kraft hat wirklich immer genau gerade genug. Da muss er nur halt aufpassen, dass er sich nicht mit dem physischen Angriff jetzt überrumpelt. Ja, ich gebe immer noch einen mit. Geil, mal so ein bisschen aus dem unteren Drittel rausholen. Ja. Oh, DK steht mega im Schuh gerade. Man kann ihm nix. Okay, so viel dazu. So vorstellen, wie der Maxi mit seinem Schwert dasteht und dann dem Höllenfürsten einen Kopfnuss gibt, also einen Schädelhieb gibt. Und das mehr abzieht als mit dem Schwert. Das war eine Todesanimation hier. Ja. Yeah. Woo! Woo! Yeah! Wie kann das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Oh no's. Jetzt nochmal one on one. Nee, der Korridor. Oh nein. Na, moonwalkt er weg. Was tust du? Wenn die Insel nun versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen. War das nicht eh sein Plan? Ja. Aber jetzt sagt er, okay, wenn ich sterbe, dann sterben halt alle zusammen. Maxim! Diese Stimme, kann das... Tia, Selan, warum seid ihr hierher gekommen? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Das machst du immer. Selan, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich hab mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Also, Entschuldigung. Also. Was mit dir? Gardas hat den Knopf gedrückt. Irgendwas hier hat mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss rausfinden, was es ist. Ich komme mit! Ja, dann viel Glück. Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange noch Zeit ist. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, geh jetzt endlich. Nö.
Tia! Wir gehen, Tia. Soll Maxim wirklich für Pandoria sterben? Er oder ihr alle. Im Moment können wir nichts ausrichten. Er wird es schon schaffen. Eben, also was sollen sie machen? Aber... Außer blöd gucken. Maxim wird es schaffen. Hoffentlich. Ich meine, Deka könnte eins von den Mädels rüberwerfen. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria? Ja, Maxim wird es schon richten. Alter, tschö, du machst es schon. Selan. Lass uns gehen. Ja. Hört auf zu reden. Also raus hier. Maxim, ich warte auf dich. Warte echt darauf, dass irgendwie mir der Turm unterm Arsch wegbricht, weil die so lang reden. Wollen wir jetzt hier Cut machen oder beim nächsten, oder wollen wir das zu Ende spielen? Das kommt drauf an, wie viel da noch kommt jetzt. Das ist jetzt quasi noch drei Schalter suchen und dann halt relativ langes Geplänkel danach. Keine Ahnung. Wie lange haben wir denn? Nee, komm, wir machen jetzt einfach mal einen Cut hier. Ja, machen wir so. Gut, wenn ihr das nachfolgende Geplänkel sehen möchtet, dann schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir, keine Ahnung, uns retten und den Turm und, keine Ahnung, Insel, wenn wir wieder Lufia stehlen, bis dann. Mehr Geplänkel dann. Mehr Geplänkel in der nächsten Folge. Mit sehr nervöser Musik im Hintergrund. Gefahr ist real.